Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das erste Update für 2021 und in diesem Video werde ich euch zeigen, was alles neu damit ist. Wenn ihr natürlich in Zukunft hier keine weiteren solche Videos verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Außerdem schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und lasst dort natürlich ein Follow da. Und tragt natürlich auch gerne im Itemshop meinen Creator-Code TheElCraft ein. Als erstes haben wir eine neue Einstellung in den Game-Settings und zwar ist jetzt die Disable Pre-Edit-Option richtig drin. Das heißt, man kann dann gar nicht mehr pre-editen, wenn man diese Option angeschaltet hat. Dann wird im Prinzip einfach der Edit-Keybind endbindet, wenn man eben halt das Buildpiece noch nicht geplaced hat, sondern im Prinzip nur das Blueprint davon draußen hat. Ist auf jeden Fall ganz praktisch, dadurch pre-edit man das Ganze nicht aus Versehen oder so und würde ich euch auf jeden Fall empfehlen anzumachen und letztes Mal war es hier nur so, dass man dann, nachdem man wieder auf die Waffen geswitcht hat und dann wieder zurück in Build-Menü gewechselt hat, dass es dann erst resettet wurde und so ist das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen besser. Map-Updates gibt es eigentlich kaum neue, es gibt glaube ich nur in Stealthy Stronghold vom Predator-Skin, was wahrscheinlich der Secret-Skin in dieser Season sein wird, ein neues Raumschiff, was da irgendwie gelandet ist, oder auf jeden Fall so irgendwie eine Abschussstelle von dem Predator und das wird eben halt, wie gesagt, der Teaser für den Secret Skin in dieser Season sein und dann haben wir ansonsten nur noch ein paar neue Waffen, die drin sind und zwar haben wir eine neue Shotgun im Game, die ist tatsächlich auch in Arena drin, aber soweit ich weiß, ist sie in Arena nur in der epischen Version drin und zwar kann man die auch nur von den NPCs finden, kann sein, dass es eventuell noch rausgepatcht wird, kann aber auch sein, dass die wirklich jetzt bei den NPCs offiziell drin ist. Auf jeden Fall ist es die neue Lever-Action-Shotgun. Davon seht ihr gerade schon die ganze Zeit im Hintergrund ein bisschen Gameplay. Und diese Lever-Action-Shotgun hat immer die Besonderheit, dass man 6 Schüsse drin hat. Sie macht relativ viel Damage, hat glaube ich auch nur ein 1,5er oder ein bisschen weniger als ein 1,5er Headshot-Multiplier. Das heißt, man kann weiterhin keine 200er-Pumps machen. Aber die schießt eben halt sehr, sehr schnell und ist relativ ähnlich wie so eine Double-Pump damals eben halt. Also wirklich von der Schussrate vielleicht ein bisschen langsam als die Double Pump damals, aber schon sehr, sehr vergleichbar, relativ stark actually und ich glaube auf jeden Fall in Arena oder generell in den ganzen Tournament-Modis eine sehr, sehr gute Alternative zur Charge Shotgun, zur Dragon's Breath und natürlich zur Tag. Kann man auf jeden Fall, denke ich mal, mitnehmen und wenn man vor allem bei den NPCs schon ist und das Gold dazu hat oder die von einem Gegner findet, kann man die, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten wurde noch etwas am Anonym-Modus geändert und zwar kann man das jetzt nicht mehr in Competitive-Modis benutzen, beziehungsweise nicht in Tournaments benutzen. Das heißt, falls man das angeschaltet hat, dann funktioniert das ganz normal noch in Arena oder in Public-Modis. Dort wird man ganz normal anonym angezeigt. Aber falls man in Tournaments drin sein sollte, dann wird man eben halt dort nicht mehr anonym angezeigt, sondern wird der ganz normale Spielername angezeigt. Auf jeden Fall ganz nice, dass das da ist. Das heißt, man kann dann eben halt nicht mehr, wenn irgendein Gegner einen pusht, dann kann man auf jeden Fall sehen, wer das auch wirklich ist. Kann leichter den ganzen Spieler melden und so. Ist einfach etwas leichter, als wenn man das eben halt wie vorher hat, wo sehr, sehr viele Leute halt den anonymen Modus drin hatten und wundert euch auf jeden Fall nicht, falls ihr jetzt im Competitive Modi seid, warum eben halt keine mehr anonymen Modus drin hat. Dann gibt es auch noch eine kleine Edition im Arena-Modus und zwar gibt es jetzt 200 Gold, mit dem man in die Runde startet. Ehrlich gesagt ist es maximal overpowered, dass man mit 200 Gold runter in die Runde rein startet. Ich hätte euch zurzeit wirklich empfohlen, landet ganz unten im Süden von Dirty Dogs. Dort gibt es nämlich den Brutus-Skin und der hat immer eine epische Waffe, die man sich für ein bisschen weniger als 100 Gold kaufen kann. Das heißt, egal ob ihr Duo, Trio oder so seid, ihr könnt euch sogar 2 epische Waffen kaufen. Das kann eine Tag sein, es kann eine P90 sein, es kann wie gesagt die Action Lever Shotgun sein, es kann eine Scar sein, also im Prinzip in jedem Fall sehr, sehr guter Loot. Wenn man da instant drauf landet, hat man instant God Loot. Man muss halt nur aufpassen, dass man keine Ammo davon bekommt. Aber ansonsten kann ich euch das auf jeden Fall nur empfehlen. Ich denke, da wird noch irgendwas gepatcht, weil wirklich mit 200 Gold in der Runde starten ist viel zu easy. Ansonsten generell auch Dirty Dogs mit den ganzen Quests, die man da hat, super easy das Ganze zu machen. Ansonsten wird es ja jetzt auch noch den Graph G Skin geben, der kommt am 16. raus und am 14. und 15. haben wir jeweils einmal das Graph G Floors Lava Tournament. Das ist einmal ein Squad Tournament am 14. und am 15. ist das ein Solo Tournament. Wenn ihr dort gut placed, dann könnt ihr eben halt den Skin kostenlos bekommen, so wie immer mit schon allen vorherigen Icon Series Skins und da muss man, also steht noch nicht genau fest, wie hoch man kommen muss im Ranking, aber wahrscheinlich irgendwie so Top 1000 muss man kommen, um den Skin zu bekommen und damit habt ihr den kostenlos, wie gesagt, ansonsten am 16. und die Tage wahrscheinlich auch danach könnt ihr euch den natürlich auch für V-Bucks im Shop kaufen. Eine weitere Waffe gibt es auch noch und zwar eine neue exotische Waffe, das sind die Hop Rock Dualies, das ist eine Dual Pistol, wo man, wenn man schießt, diesen Sprungsteineffekt bekommt, das heißt, man hat kein Fall Damage davon, kann etwas höher springen und so, ist eine sehr, sehr nice Waffe, kostet wahrscheinlich auch so um die 400 Gold oder so, mit den 200 Gold, in die man aber selbst in Arena rein startet, eigentlich locker machbar, den zu bekommen.
bekommen. Gibt es aber immer nicht an sehr, sehr vielen Standorten. Ich glaube, ein von diesen NPCs, die das droppen, gibt es bei Retail Row, da an den, am Ufer an der Seite. Dort unten kann man den bekommen, deshalb ist es da immer relativ schwierig, weitere Bounties zu machen. Weshalb es wahrscheinlich für Arena relativ schwierig ist, das zu bekommen. Aber falls man es hat, auf jeden Fall sehr, sehr nice Waffe, würde ich euch nur empfehlen mitzunehmen. Ich glaube, die macht 35er Body Shots und 70er Headshots. Komplett overpowered, wirklich, macht immer Double Shots. Das heißt, ihr könnt im Prinzip in einer Salve Double 70er 140 Damage einfach hitten. Kann man als Shotgun-Ersatz nehmen, kann man als AR benutzen. Wirklich absolut overpowered, die Waffe. Das heißt, falls ihr die Möglichkeit habt, das zu bekommen, nehmt sie auf jeden Fall mit. Damit sind wir auch schon mit den ganzen Neuerungen für dieses Update durch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Natürlich zum nächsten Update gibt es genauso wieder ein Video. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher im Stream oder morgen im Video wieder. Bis dahin, ciao.